Hallo, hier ist der Spielhorst. Ich werde immer wieder gefragt, ob sich ein Einstieg in EVE Online überhaupt lohnt. In diesem Video erkläre ich, für wen sich der Einstieg lohnt und für wen nicht. Wenn dir das Video gefällt, lass mir doch einen Daumen nach oben da. Zuerst aber mal ein Disclaimer. Ich bin kein EVE-Partner und ich werde für dieses Video auch nicht bezahlt. Aber trotzdem ist es gewissermaßen Werbung für EVE Online. Da sich die Frage, ob und für wen sich EVE Online lohnt, gar nicht so pauschal mit Ja oder Nein oder für wen es möglich ist, beantworten lässt, habe ich eine Präsentation ausgearbeitet und würde euch gern die folgenden Punkte etwas näher bringen. Am Ende kommen wir darauf zu sprechen, für wen es sich lohnen würde, meiner Meinung nach oder auch nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Zuerst mal allgemeine Informationen zu EVE Online. EVE Online wurde im Jahr 2003 erstmals released. EVE Online ist ein Massive Multiplayer Online-Spiel, das gleichzeitig viele verschiedene Spieler spielen. Es gibt jährlich wiederkehrende Events. Das Besondere an EVE Online, was du dir einmal erspielt hast, das ist dauerhaft deins. Es gibt keine Resets, keine Seasons, sondern es läuft einfach weiter. Es gibt einen Server für alle Zeitzonen. Das heißt, hier spielen mehrere tausend Spieler gleichzeitig. Und zwar rund um die Uhr. Dann gibt es Weiterentwicklung. Ein Teil dieser Roadmap ist der aktuelle FPS-Shooter Vanguard, der jetzt nach und nach entwickelt wird, wo auch immer wieder Testphasen stattfinden. Ja, wie wird EVE Online gespielt? Das ist eine Besonderheit, sag ich mal. Ein Raumschiff wird hier nicht direkt in der First-Person-Perspektive geflogen, sondern per Kommandos gesteuert. Das heißt, ich sage meinem Raumschiff, wo will ich hinfliegen, was möchte ich tun, und dann werden diese Befehle von dem Raumschiff ausgeführt. Man spielt gegen Computergegner genauso wie gegen menschliche Gegner, wohingegen sich das PvP, sprich der Kampf gegen menschliche Gegner, manifestiert in EVE Online. Nachdem das Raumschiff ausgerüstet wird, kann es wie gesagt gesteuert werden. Es gibt diverse Möglichkeiten zum Verdienen von der Spielwährung ISK. Es gibt die Möglichkeiten beispielsweise Rohstoffe zu gewinnen und daraus Produkte herzustellen. Auch eine weitere Besonderheit an EVE Online. Alle Produkte im Spiel sind von Spielern hergestellt oder von Computergegnern geplündert. Der letzte Punkt in der Aufzählung: Es gibt ein Marktsystem, was durch Angebot und Nachfrage der Spieler gesteuert wird. Was kostet EVE Online? EVE Online ist prinzipiell kostenlos spielbar mit einem Alpha-Account, der zeitlich nicht gebunden ist, aber beschränkte Spielinhalte bietet. Quasi zum Reinschnuppern, aber nicht für eine Woche, für zwei Wochen, sondern permanent. Man kann nur eine bestimmte Zahl Skillpunkte erhalten. Man kann Spielwährung sich erfarmen. Was vielleicht eine Besonderheit ist, die Spielwährung lässt sich quasi unendlich gegen Echtgeld tauschen. Wenn man Euros bezahlt, bekommt man eine Spielwährung gutgeschrieben. Diese kann man gegen ISK tauschen. Wenn man sich dafür entscheidet, einen Omega-Account zu erstellen, beziehungsweise den Alpha-Account auf Omega abzugraden, skillt der Charakter schneller, kostet allerdings $20 pro Monat. Länger laufende Abonnemente sind günstiger. Das heißt, wenn man gleich auf 6 Monate oder auf 12 Monate oder gar 24 Monate abonniert, dann sinken die $20 pro Monat. Aber es ist auch mit Spielwährung bezahlbar.
Und dann habe ich hier noch einen Punkt aufgeschrieben. Multiboxing ist erlaubt. Das kennt man aus anderen MMOs nicht so. Es ist tatsächlich in EVE Online erlaubt, mehrere Accounts parallel zu spielen. Jetzt habe ich mal versucht, so ein paar, ja, Aussagen, sage ich mal, Spielstile zu definieren. Und da gebe ich einfach mal meine Einschätzung ab. Ob das was für dich sein könnte, ob das vielleicht was wäre oder ob das überhaupt nichts für dich ist. Hier habe ich jetzt mal aufgeschrieben, wenn du diesen Aussagen, wenn das auf dich zutrifft, wenn du dieser Typ bist, dann wirst du EVE Online nicht gut finden, dann macht dir EVE Online keinen Spaß. Wie gesagt, es ist PvP-lastig, das Spiel, es geht gegen andere Spieler und ich mag es nicht, wenn ich besiegt werde. Nee, du wirst besiegt werden. Ich möchte irgendwann der beste Spieler sein. Nee, du wirst nie der beste Spieler sein, wage ich zu behaupten. Ja, ich gehe die Aussagen jetzt nicht hier Punkt für Punkt durch. Das könnt ihr euch selbst durchlesen. Kommen wir einen Schritt weiter. Bist du vielleicht der Typ für EVE Online? Ich habe hier bestimmte Aussagen zusammengetragen. Wenn du diesen entsprichst, bist du vielleicht der Typ für EVE Online? Ja, und zum Schluss habe ich jetzt mal aufgeschrieben, ja, ich will, nicht falsch verstehen, auch wenn heute der 14. Februar ist, wenn du diesen Aussagen zustimmst, dann probier EVE Online aus. Ich würde sagen, es macht dir Spaß, du kannst dich da reinfinden, es ist was für dich. Du kannst deine Fähigkeiten verbessern, du verbringst gern Freizeit in Online-Spielen, du magst Herausforderungen. Vielschichtige und umfangreiche Spielinhalte, eine hohe Lernkurve, sagen Kollegen immer. Und du möchtest einfach mit anderen Menschen spielen. So, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich habe versucht, so eine kleine Entscheidungstabelle aufzustellen. Wann lohnt sich EVE Online? Wann nicht? Überall, wo ein grüner Haken dran ist, abgehakt, ausprobieren. Fragezeichen ist so ein bisschen, ja, einfache Abläufe. Du hast in EVE Online einfache Abläufe, ja. Du hast aber auch komplexere Sachen. Das kommt ganz drauf an, was du im Spiel tust, welche Rolle du erfüllst. Aber es geht einfach, keine Frage. Es geht aber auch sehr viel komplexer. Ich mag PvE-Inhalte. Ich habe das Fragezeichen hingemacht. Ich selbst bin jetzt auch nicht 100% Hardcore-PvPler. Ich mag PvE-Inhalte und trotzdem bin ich nach wie vor begeistert von EVE Online. Es bietet eine Menge PvE-Inhalte. Man kann sich teilweise aus dem PvP-Geschehen raushalten, aber es ist halt nichts wirklich sicher. Du bist nirgendwo sicher. Deshalb hier so ein Fragezeichen. Du musst dir immer bewusst sein, dass du überall und jederzeit abgestoßen werden kannst. Und dann ist alles verloren, dann ist dein Schiff verloren, dann ist alles, was im Frachtraum ist, verloren. Dann ist vielleicht sogar dein Klon, in dem du gerade sitzt, verloren. Aber so weit möchte ich jetzt nicht gehen hier in der Erklärung. Deshalb das Fragezeichen. Wenn du allerdings schnelle Erfolge willst und jeden Tag was Neues erleben willst, dann bist du bei EVE Online schnell an die Grenzen gestoßen. EVE Online ist kein Sprint. EVE Online ist der Marathon, wird immer wieder gesagt. Und es ist so. Du musst alles, was du bedienen möchtest, jedes Raumschiff, jedes Modul, musst du erstmal erskillen bzw. erlernen. Wenn du schnelle Erfolge möchtest, nein, EVE Online würde ich dir nicht empfehlen. Ich habe keine Lust auf PvP. Ich habe es vorhin schon etwas angesprochen. Und ich habe hier drei X'e gemacht. Wenn du wirklich zu keiner Zeit niemals Lust hast, in den Kampf gegen andere Spieler einzusteigen. Finger weg von EVE Online, das bringt nichts. Es führt nur zu Frust, wenn du absolut keine Lust auf PvP hast. Ich sag mal zumindest ab und zu, je nachdem, was du in EVE Online machst, wo du in EVE Online unterkommst, ab und zu wirst du in PvP gezwungen von anderen. Wenn du dann sagst, nein, alles scheiße, ich habe keinen Bock auf PvP, warum macht der mit mir PvP? Dann führt das schnell zu Resignation, würde ich es mal nennen. Deshalb, wenn du wirklich 100% keine Lust auf PvP hast,
such dir ein anderes Spiel. Wenn du hingegen PvP-Inhalte magst, ich sag nicht 100% liebst, wenn du auf PvP so ein bisschen stehst, yes, ab in EVE Online. Wenn du es magst, in einer kleinen Gemeinschaft oder in einer größeren Gemeinschaft unterwegs zu sein, yes, EVE Online runterladen, Account registrieren, ausprobieren. Wenn du die Spieltiefe, komplexe Spielinhalte magst, es ist nicht alles ganz einfach in EVE Online. Und wenn du eine steile Lernkurve hinlegen willst, yes, EVE Online ist was für dich. Und zuletzt, ich habe es hier nicht ohne Grund ganz oben hingeschrieben, wenn du Zeit investieren kannst und willst, EVE Online ist nichts für mal 20 Minuten am Abend. Nichts für zweimal die Woche 20 Minuten am Abend. Du musst wirklich, um dich reinzufinden, musst du erstmal lernen, 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 lernen. Für jegliche EVE Online Spielinhalte gibt es externe Webseiten, die es zu studieren gilt. Um EVE Online zu verstehen, musst du die nötige Zeit investieren, um Informationen zu studieren, um Muster zu studieren, um Spielweisen zu studieren und dann kannst du sie im Spiel erfolgreich anwenden. Gut, jetzt sind wir am Ende von der Präsentation angekommen. Ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick geben, ob sich EVE Online lohnen würde oder nicht. Das war's mit diesem Video. Wenn jemand der alten Hasen hier weitere Argumente hat für oder gegen EVE Online, dann schreibt's mir doch in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Und wer hier noch kein kostenloses Abo dagelassen hat, für den wird's jetzt Zeit. Gemütliche Grüße.